Palim, ich bin mal wieder da. Und zwar möchte ich euch eben zeigen, was ich für meine ganzen ATC-Adventskalender gebastelt habe. Ihr seht es natürlich erst dann, wenn meine Adventskalender-Tauschpartnerinnen das schon ausgepackt haben. Oh, jetzt muss ich mal eben sortieren hier. Sekunde. So, und zwar habe ich einmal einen gemacht. Mit dieser Karte, die habe ich euch vor geraumer Zeit schon mal einfach so untergejubelt. Und zwar in Verbindung mit einer Kooperation. Daraus habe ich einen Adventskalender gemacht. Das bekommen also 24 verschiedene Leute. Deswegen habe ich davon auch 24 Karten gemacht. Verzeihung. So, und dann. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ach so, genau. Aus denen habe ich auch einen gemacht. Die haben ja großen Anklang bei euch gefunden, diese Karten. Wobei ich aber sagen muss, dass ich die auch zuckersüß finde. So, und dann hatte ich noch zwei Adventskalender mit einzelnen Personen, sodass ich also 24 verschiedene Karten machen musste oder wollte. Da die zwei Personen aber unabhängig voneinander sind, habe ich einfach auch manche Karten oder manche ATCs doppelt gemacht. Ja, finde ich aber auch nicht schlimm. Also, oder findet ihr das verwerflich? Ich fand das nicht verwerflich, weil die Karten an sich sind ja doch schön. Ich muss mal eben diesen blöden Frosch im Hals loswerden. So, ich hoffe, es ist jetzt besser. Also, ich habe mich abgewechselt mit Coins und mit Karten. Ja, ich brauche ja nicht lange was dazu zu sagen, ne? Ihr seht ja. Das waren Bestandteile aus dem Action. Habe ich hier nochmal so einen Vogelbauer. So, das muss ich mal eben gucken. Das sind meine selbst gestalteten Hintergründe. Ich hoffe, bis ihr das Video seht, habe ich euch das schon gezeigt, wie ich die selbst gestalte. Das war auch bei einem Action-Stanzteile-Tütchen mit dabei. Also ich war sehr herbstlastig in meinen Basteleien, einfach weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Hier ist nochmal so ein Vogelbauer. Und ich habe irgendwie immer Stickles oder Nuvo-Drops oder sowas mit drauf. Oder auch diese 3D-Pearl-Paints aus dem Action, weil ich die einfach so mega toll finde. Ja, also entweder Herbst oder Schmetterlinge mit Blumen. Das hat es mir irgendwie angetan. Also die sind nicht gleich, falls euch das nicht aufgefallen ist. Sie sind nur ähnlich. Die Blumen sind unterschiedlich und die Schmetterlinge haben auch eine andere Farbe. Ich finde das sehr schön. Ich habe lange überlegt, ob ich zwei so ähnliche Karten in einen Adventskalender packen soll. Und habe mich dann trotzdem dafür entschieden, weil man ja auch manchmal Serien macht. Also das jetzt zum Beispiel finde ich auch in Ordnung, dass das in einem Adventskalender liegt. Weil ich die einfach schön finde. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich diejenige auch darüber gefreut haben wird. Also hoffe ich zumindest. Meine Herren, der Frosch will nicht raus. So. Also ihr seht, die Blumen haben es mir total angetan, ne? Dann diese zwei hier. Da habe ich das erste Mal eine meiner Stencils ausprobiert. Die fand ich richtig schön. Da war mein Bruder zu Besuch, als ich die gebastelt habe. Es hat richtig Spaß gemacht. Da haben wir wieder so eine herbstlastige. Also ich zeige euch beide Adventskalender gerade, deswegen wiederholt sich das auch. Das hier ist jetzt der zweite. Die zeige ich euch gerade parallel. Meine Herren. So, dieses Made with Love in dem anderen Adventskalender ist es mit güldener Schrift. So, und dann habe ich diese süßen Elefantensticker verarbeitet. Ach Mensch, heute ist der Husten dabei. Und der andere hat das sehr ähnlich, aber eben nicht gleich. Dann haben wir die beiden Karten. Dann habe ich noch mal solche gemacht. Solche habe ich für Steffi gemacht, für Miss Daisy.
Und weil ich die schön fand und die Farbkombination eben auch ganz toll finde, habe ich mir gedacht, dass die beiden Ladies das auch in ihre Adventskalender bekommen. So, dann haben wir die noch. Die finde ich auch richtig schön. Das gefällt mir total gut mit dem Spiegelkarton da drin. Also ihr glaubt gar nicht, was das für eine Stanzerei und Kurbelei war. Und dieses Geklebe von diesen winzig kleinen, fisseligen Teilchen, das war ja manchmal schon echt grenzwertig. Deswegen sind dann dazwischen auch einfach mal so ganz schlichte, wo ich wirklich nur ein so ein Teilchen aufgeklebt habe, eben drumherum beinkt, ein paar Nuvo-Drops drauf und fertig. Aber es muss ja auch nicht immer mega aufwendig sein, finde ich. Also der Aufwand ist ja kein Indiz dafür, ob es hinterher schön ist oder nicht. Und ich habe halt auch so viele Karten gemacht mit Stempelabdrücken, die ich dann noch koloriert habe. Das finde ich ganz süß. Das ist ein Stanzteil, das ich mal geschenkt bekommen habe. Also hat es schon jemand koloriert. Ach Mensch, es tut mir leid, dass ich mich ständig räuspere, aber der geht einfach nicht weg. Ja, und dieses Schutzengelchen, das finde ich einfach zuckersüß und ich finde, das muss unbedingt in einen Adventskalender. Ja, hier klebt es schon wieder. Dann habe ich hier diesen ganz tollen Vogel. Ach, den liebe ich auch heiß und innig. Den finde ich auch super. Dann noch zwei dieser Blümchen. Ach, das sieht einfach so schön aus auf diesen Hintergründen. Das gefällt mir so unfassbar gut. Und zwei Schmettis noch. So, und das war's. Das sind die ganzen Adventskalender, die ich gemacht habe. Stimmt, einen habe ich noch aus diesen hier gemacht, aber die habe ich euch ja jetzt gezeigt. Das ist ein kompletter. Ja, wie viele waren das jetzt? Eins, zwei, drei, ich glaube vier. Vier ATC-Adventskalender und ein Karten-Adventskalender. Den habe ich natürlich leider nicht abgefilmt. Ja, es ist wie es ist. Vielleicht finde ich nochmal ein Foto, dann hänge ich es hinten dran. Ja, ich bin gespannt, wie euch die ATCs gefallen haben. Sagt mir doch mal, welche euch am besten gefallen haben. Und ja, stimmt, ihr seht das Video erst nach Weihnachten. Frohe Weihnachten nachträglich an alle. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Zeit mit euren Familien und es war besinnlich und schön und ja, ihr habt's genossen. Ihr Lieben, alles Gute für euch, bleibt gesund, richtet euer Krönchen und tanzt weiter. Tschüss, bis zum nächsten Video. So, jetzt kommt direkt noch ein kleines Update hinten dran. Ich bin gerade dabei, den ersten Adventskalender einzupacken, und zwar in so selbstgemachte Briefumschläge. Und vorne drauf sind diese tollen Sticker vom Dieter. Ja, und beim Einpacken habe ich mir dann irgendwie gedacht, oh nee, ich finde das doch blöd. Und zwar hatte ich habe euch ja gerade die Karten gezeigt, und in jedem Adventskalender habe ich dann zwei zum Beispiel von solchen Karten drin. Die sind unterschiedlich, aber halt ganz ähnlich. Da ist dann vielleicht die Blume in einer anderen Farbe und der Schmetti in einer anderen Farbe und ich habe andere Drops benutzt. So, und das habe ich sowohl mit der Karte, Moment, 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 als auch mit der hier. Da hatte ich dann ja auch insgesamt vier verschiedene mit unterschiedlichen Sprüchen und unterschiedlichen Elefanten, aber letzten Endes wäre pro Adventskalender wären dann zwei immer da drin. So, bei dem hier auch, bei der hier auch. Und bei dieser Karte ist das auch so. Also es sind vier ATCs, die dann in Anführungszeichen doppelt drin sind. Ihr habt es ja gerade gesehen. So, und ich hatte euch ja gefragt, ob ihr das verwerflich findet. Und ja, irgendwie ist das ja so, wenn man selber schon darüber nachdenkt, könnte das verwerflich sein, wobei verwerflich mit Sicherheit das falsche Wort in diesem Zusammenhang ist, aber irgendwie hat es mich gestört. Und das wurde mir erst bewusst, nachdem ich das Video abgedreht habe, dass es mich doch so sehr stört, dass ich das so nicht abgeben mag. Also dann habe ich das Gefühl, derjenige, der das bekommt, könnte denken, ich hätte mir keine Mühe gegeben. So nach dem Motto, ich habe jetzt einfach immer vier Stück gemacht und dann da zwei rein und fertig. Natürlich habe ich mir Mühe gegeben, aber es ist halt schöner, wenn man dann 24 verschiedene Karten hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe acht neue Karten gemacht. Und die zeige ich euch jetzt noch ganz fix. Einmal diese hier. Hier dieser Rahmen, der gehört zu einem ganz großen Gorgeous-Stempel. Ich weiß nicht welcher. Ich hatte den noch abgestempelt. Den habe ich jetzt beinkt und dort auch. Und dann am Rand natürlich wieder ein paar Nuvo-Drops.
Dann habe ich diese Karte noch gemacht. Die finde ich auch richtig schön. Das ist eigentlich eine Fliege. Ich habe sie jetzt angemalt als Biene, weil ich habe sie, also die Karte habe ich von Bienchen und Blümchen, glaube ich, genannt. Dann musste ich auf jeden Fall nochmal den Schneemann machen. Den habe ich auch tatsächlich zweimal gemacht, aber halt unterschiedlich. Das heißt, das eine Mädel kriegt diesen hier. Ach, da habe ich vergessen, drumherum zu beinken. Aber es muss auch nicht bei jeder Karte sein. So, und die andere kriegt das hier. Das fand ich auch sehr schön hier, die Idee mit der Schlittschuhspur. Ja. So, und dann habe ich diese Karte noch gemacht. Das war ein fertig kolorierter Stempelabdruck, den ich geschenkt bekommen habe. Der war aber so ausgeschnitten, dass das hier so ganz außen rum ging. Und klar, ist halt leichter dann zu verschicken. Es sah auch hübsch aus, aber ich habe mir gedacht, nee, ich schneide die doch nochmal alle aus, einzeln, diese Schmettis, und mache dann die Punkte dazwischen selber. Und ich finde es richtig schön. War wohl Fisselarbeit, aber es ist toll geworden. So, dann diesen wunderschönen Paradiesvogel. Das ist auch ein Stempelabdruck, den ich mal bekommen habe. Und da habe ich lange überlegt, boah, was machst du damit? Ich fand den toll, aber ich wusste nie, wo ich ihn hinpacken sollte. Und jetzt habe ich mir ganz kurzerhand meine Marker genommen, habe den eben fix koloriert, aber auch nicht irgendwie schattiert oder sonst was, weil ich finde, das passt nicht dazu. Der ist ja hier drin schon gemustert und ja, wie gesagt, mit Absicht nicht schattiert. Und dann das Blümchen noch dabei und ich finde diese Karte total klasse. So, dann habe ich noch mal eine schlichte Karte. Aber oh, die ist so süß. Das ist ein 3D-Sticker, der aus dem Etchen. Da gab es mal so ein paar Waldtiere. Da. Aber den finde ich so toll, den Bären. Und dann habe ich noch so ein Holzteil, so ein Blatt gefunden und habe das Ganze eben noch richtig schön mit dunkelbraun und mit ja, orange-gelb war es, glaube ich, beinkt. Und ich mag's. Ich meine, sicherlich ist das nicht so viel Arbeit wie einen Stempelabdruck zu kolorieren, aber nichtsdestotrotz finde ich die Karte ganz toll. Und so kann ich die beiden Adventskalender auch reinen Gewissens abgeben und denke, die beiden Mädels werden sich freuen. Und zu guter Letzt haben wir hier diesen kanariengelben Vogel. Das ist eine Karte, darauf hatte ich mal in einem Video demonstriert, dass man durch ein Spitzenband mit Tinte durchdrücken kann. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran. Und ich fand das total schön, das Muster. Deswegen habe ich diese Karte ewig lange aufbewahrt. Und eben fiel sie mir in die Hände. Und dann dachte ich mir, alles klar, da muss jetzt der gelbe Vogel drauf. Ja, finde ich auch super schön. So. Ja, wie gesagt, die verpacke ich jetzt alle in die Briefumschläge. So, hier habe ich noch ganz viele. Das Papier ist aus diversen 15x15 Action-Blocks gewesen. Die sind schon uralt. Da gab es dann immer welche, da waren dann auch so ein paar folierte Seiten und so dabei. Das ist jetzt so gar nicht weihnachtlich, das ist mir auch klar. Aber ich finde die einfach wahnsinnig schön. Und wenn dann da die Zahlen vorne drauf sind und hinten drauf verklebe ich es dann mit einem weihnachtlichen Sticker, dann überlege ich, ob ich es noch von außen beinke oder so. Ich denke, das ist dann in Ordnung. Also in Ordnung allemal. Also ich finde es schön. Es ist halt nicht ein typischer weihnachtlicher Adventskalender mit Rot, Grün und Gold, sondern es ist halt mal was anderes. So, also das musste sein. Und ich bin so gespannt, ob es den Mädels gefällt. Und ich bin so gespannt, was für Kalender ich zurückbekomme. Ja, das zeige ich euch dann. Werde ich euch schon gezeigt haben? Nee, das werde ich euch noch zeigen. In diesem Sinne, ihr Lieben, tschüssi, macht's gut.